Der afghanische Vizepräsident Amrullah Saleh ist einem Bombenanschlag entkommen. Bei einem Angriff auf seinen Konvoi in Kabul wurden nach Angaben des Innenministeriums mindestens 2 Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Laut einem Mitarbeiter sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft, als Saleh von seinem Haus zum Büro fahren wollte. Saleh ist scharfer Kritiker der radikal-islamischen Taliban. Bereits im vergangenen Jahr überlebte er vor der Präsidentschaftswahl einen Angriff. Dabei wurden mindestens 20 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.